sowas von neu bei unserem Sortiment. Und ich möchte mal behaupten, das braucht jeder. Denn jeder hat irgendwo bestimmt Kabel rumliegen. Ja, so ein Kistchen voll kann natürlich auch die Schublade von der Küche sein. Und da ist dann alles drin. Da sind dann zigtausend Kabel drin und man weiß gar nicht mehr, welches gehört wohin. Batterien oder hier, dann irgendwie zusammengewürfelt einfach mal so kleine SD-Speicherkarten. Kein Mensch weiß mehr, wo die hingehören oder welches Kabel wohin gehört. Das ist ja ein Graus. Ja? Und wenn du dann wirklich mal, du denkst immer, du hast die Kabel. Und wenn du dann wirklich mal ein Ladekabel brauchst zum Smartphone oder zum Tablet-PC. Upsi, das ist ja gar nicht da drin. Was machen wir? Na, wir müssen Ordnung bringen. Wir müssen Ordnung schaffen, stimmt's? Absolut, liebe Zuschauer. Und endlich haben wir was, wo man wirklich sagen muss, Mensch, jetzt können wir das wirklich alles dorthin packen, wo man es schnell wiederfindet. Wir haben hier unseren praktischen Kabel-Organizer, aber eigentlich ist es ein Kleinteile-Alles-Organizer. Und das Ganze endlich auch zu einem vernünftigen Preis, muss man wirklich sagen. Mhm. Weil solche Taschen, die gibt es natürlich auch. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich nicht in der Ausführung, wie wir sie haben. Die sind schon wirklich sehr durchdacht. Aber die sind eben auch immer sehr, sehr teuer. Das geht dann irgendwo bei 19 Euro, 29 Euro los. Und da muss man wirklich sagen, nee, das gebe ich nicht aus. 7,55 Euro, das ist doch ein ganz anderer Schnack. Und das hier ist im Grunde unsere Grundtasche. Wir haben hier die Größe, liebe Zuschauer, für 8 Zoll Tablets. Wo das genau hinkommt, das zeige ich Ihnen jetzt. Denn ich habe hier so einen Organizer schon mal vorbereitet. Und jetzt, schau mal, Anne-Kathrin, jetzt sieht man wirklich halt, wie das aussieht, toll, wenn das strukturiert ist. Der ist natürlich auch genial, wenn du jetzt unterwegs bist. Ne? Mhm. Du hast hier zum Beispiel nicht nur eine Speicherkarte, das ist ja was, wo man immer wirklich drauf aufpassen muss. Du hast extra hier so ein kleines Täschchen für Speicherkarten, auch die ganz kleinen. Aber dein Smartphone ist hier natürlich auch noch drin. Guck mal, da ist extra eine Tasche. Ne? Das heißt, Smartphone, Smartphone, Ladegerät, Kabel, Kugelschreiber, USB-Stick, Kopfhörer für Smartphone und eben auch noch so ein Adapterkabel. Wir haben wirklich alles dabei, was man braucht. Und es wäre ja wirklich nicht hier so ein Multimedia-Organizer, wenn wir nicht auch extra noch ein zweites Fach hätten, wo wir sagen, guck mal, da bringen wir doch tatsächlich auch hier noch ein vollwertiges Tablet mit unter. Und da muss man jetzt wirklich mal sagen, das ist doch strukturiert zum kleinen Preis. Und jetzt gerade, wo man sagt, Mensch, komm, lass uns in Urlaub fahren, jetzt hat man das wirklich endlich alles wunderbar an einer Stelle. Tja, Ordnung ist das halbe Leben, wie meine Oma immer sagt. Und da hat sie recht. Jetzt ganz schnell in die Leitung gehen mit der Bestellnummer HZ2781 und der 569. Und bei einem Preis von 7,55 Euro, da versteht sich, glaube ich, von allein, dass das ein richtiges Schnäppchen ist. 8 Zoll, also bis zu 8 Zoll große Tablet-PCs finden hier Platz. Ja. Aber wir haben es gesehen, auch Smartphone, Stifte, Kabel, Speicherkarten, ja. Sticks, alles. Alles. Wir haben es aber auch noch eine Nummer größer, nämlich mit 9,7 Zoll. Und auch die ist richtig schick, ja, oder? Ganz genau. Ich kann Ihnen gleich mal die zeigen, liebe Zuschauer, die ich schon vorbereitet habe. Und das finde ich halt auch richtig toll. Wir haben hier extra ein großes Fach, wo man eben auch das Ladegerät beispielsweise von seinem kleinen Notebook oder von seinem Tablet unterbringen kann. Und wo ist das untergebracht? Schauen Sie mal, da haben wir extra auch hier noch so einen Klettverschluss. Dann fällt das nicht raus. Das ist natürlich auch bei der anderen Tasche so. Und dann bringen wir hier wunderbar unser Tablet runter. Und das ist natürlich dann hier alles wieder super erreichbar, gerade jetzt auch, wenn man unterwegs ist. Aber wir haben natürlich auch noch ein zweites Fach und hier können wir dann auch noch mal Kleinteile unterbringen. Hier habe ich mich jetzt zum Beispiel für eine externe Festplatte entschieden. Die ist hier drin. Hier haben wir noch eine Powerbank. Auch hier die ganz kleinen Speicherkarten. Also jetzt kannst du wirklich gut organisiert in den Urlaub fahren. Alles ist dabei, alles an Ort und Stelle und du musst nicht irgendwie alles im Koffer rumwerfen. Ja, das stimmt. Im Urlaub sieht man auch ganz viele mit diesen E-Book-Readern, ja, die dann am Strand ihre E-Books lesen oder meine kleine Digitalkamera, da findet ja alles Platz und die sind so schön gepolstert, dass dein Tablet-PC oder was auch immer man da drin hat, Handy, dass dem nichts passiert, also die sind ganz weich gepolstert. Oh, ich liebe das jetzt schon. Ja. Ordnung ist das halbe Leben, da wiederhole ich mich gerne. Anne-Kathrin, und vor allem zu einem endlich vernünftigen Preis, woanders sind die einfach zu teuer. Wir bieten die deutlich unter 10 Euro an. Unter 10 Euro, 9,45 Euro, da muss man jetzt ganz schnell in die Leitung gehen. Der nächste Urlaub kommt bestimmt und zu Hause ist alles ordentlich.